Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 7. April, Tag 8. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Nataris zu begrüßen. Mischka! Ich hoffe, dass sie ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. So, zum Schluss hätte ich noch einen wichtigen Hinweis. Das steigende Interesse am Inselleben ist wunderbar. Unsere Einwohner werden immer mehr. Nataris blüht regelrecht auf, ja. Unser Ziel ist es wie immer, euch den Top-Service zu bieten, den ihr verdient. Daher wird das Service-Center in ein angemessenes Gebäude umziehen. Unser Umzug wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, deshalb haben wir morgen geschlossen. Bitte kümmert euch noch heute bei Bedarf um verlorene Gegenstände in der Krimskramskiste. Falls nötig, nutzt das Nook-Portal, solange es verfügbar ist. Das war alles. Jetzt macht euch einen schönen Tag. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Animal Crossing auf Nataris. Willkommen zu Tag 8 und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Am Tag 7, also gestern, ist nicht viel passiert, deswegen habe ich das auch diesmal nicht mitgefilmt. Das Einzige, was aufregend war, war, dass Olivia eingezogen ist, also unser Bewohner Nummer 3, den wir gefunden haben. Jetzt zieht Nummer 2 ein, also muss es eine Reihenfolge geben. Wahrscheinlich hast du mir das schon in die Kommentare geschickt, aber geschrieben. Aber ich bin ja ein bisschen der Zeit voraus. Also, bei mir ist es der 7.4. Und ich war gestern ganz schön fischen, also tauchen. Du wirst es sehen. 100.000 Sternis habe ich verdient. So. Und es ist Sonntag. Es ist Sonntagmorgen. Und was passiert Sonntagmorgen? Richtig. Ach ja, mein Haus habe ich erweitert. Ja, mein Haus habe ich erweitert gestern. Ja. Das ist auch wirklich dann das Einzige, was Spannendes passiert ist. Ich habe versucht, ein paar Ballons zu erwischen. Während ich getaucht habe, bin ich immer wieder hoch. Aber es war nichts zu bekommen. Jetzt gucken wir hier nochmal. Liebe Träumerin, jeder von uns trägt schöne Bilder seiner Heimat im Herzen. Wäre es nicht wunderbar, diese Bilder als Träume mit anderen zu teilen? Zum Glück benötigt man dafür mehr als ein bequemes Bett. Nicht mehr als ein bequemes Bett. Okay, das macht auch Sinn. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus hat die Schallmauer von 10.000 Punkten durchbrochen. Okay, danke. Und zur Vergrößerung. Genau, das habe ich alles bestellt. Das öffne ich aber später. Das ist unser Bett. Ein Fähnchen, das müssen wir auch an die Wand machen. Und eine Waschmaschine. Gut. Machen wir doch erstmal Platz. Ich will auf jeden Fall gleich ein paar Rüben kaufen. Ja, mal gucken. Nicht viele, aber ein paar. Oh je, guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Naja. Dem widme ich mich auch später. So, aber jetzt passt es. Irgendwas stimmt mit meinem Mikrofon nicht. Es knackt. Okay. Ich habe auch ein richtiges Mikrofon jetzt mal bestellt. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich damit gut zurechtkomme oder ob es wieder zurückgeschickt wird. Ja, so langsam kriegt man ganz schön viel Meilen. Das finde ich echt gut. Ja, jetzt gucken wir erstmal. 66.000. Ach ja, ein paar Sternstuppen kam gestern auch noch runter, aber eher weniger. Aber jetzt suchen wir doch erstmal. Genau. Ach ja, was wir als erstes jetzt machen. Wir sprechen mit Sina. Hallo, Tina. Jetzt wird immer Sina sagen. Hallo, Tina. Hättest du kurz Zeit für mich? Ich wollte dich nämlich mal was fragen. Na klar, was gibt's? Es geht um den Laden, den wir hier eröffnen wollen. Weißt du vielleicht einen guten Ort dafür?
Dank dir gibt es hier viele Kunden, die meinen nächsten Besuch als Händlerin kaum abwarten können. Darum habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, auf dieser Insel einen richtigen kleinen Laden zu eröffnen. Also bin ich heute hergekommen, um mich mit Tom Nook zu beraten, und er war sehr angetan von der Idee. Er meinte direkt, wir haben noch Material übrig vom Bau von Nooks Laden. Es muss nur noch ein geeigneter Ort für euer Laden gefunden werden. Oh, und wer könnte das besser als Simsala? Aha! Also habe ich meinen üblichen Handel betrieben und dabei nach dir Ausschau gehalten. Und hier bist du. Oh, ich rede hier ohne Punkt und Komma, was? Entschuldige, ich bin einfach nur so aufgeregt, weißt du? Jedenfalls wären wir sehr erleichtert darüber, Hilfe von jemandem zu bekommen, dem Tom Nook vertraut. Was sagst du? Ja, natürlich helfe ich dir. Okay, die Frage ist nur, wo? Wo stellen wir diesen Laden auf? Lass uns mal auf die Karte gucken. Theoretisch hätte ich jetzt gesagt, neben dem normalen Laden. Allerdings, ich habe ja eh noch keine Ahnung, wo irgendwas hinkommen soll. Also ja, vielleicht so dahinter, entweder direkt daneben oder dahinter. Wir haben jetzt endlich eine Schneiderei. Ja gut, da habe ich mir den ganzen Obstbäume jetzt gepflanzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Das sollen wir jetzt hier vorne machen oder sollen wir einfach auf die andere Seite gehen? Das ist halt dieser komische Dings hier. So, auf die andere Seite ist, glaube ich, eher schlecht. Und guck mal, hier habe ich einen Beet gepflanzt. Ich habe auch schon eine pinke. Und jetzt anscheinend auch eine Orange, ne? Aber nur weil die Mädels gestern gegossen haben. Ja, ich glaube, ich würde schon gern direkt daneben. Mal gucken. Wie das hier aussieht. Mal sehen. Ist es auf der gleichen Ebene? Ja, ich glaube schon, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob mein... Nochmal überlegen. Ob mein Baum... Entschuldigt. Ob mein Baum dahinter noch bleibt. Deswegen legen wir das mal hier ab, weil hier standen wir. Hallo? Kann ich vielleicht... Ja, danke. Es ist übrigens so schönes Wetter und das ist richtig allergiekickend. Das ist echt hart. Also, wenn du auch Heuschnupfen hast oder so, irgendwie Pollenallergie, Gedöns, dann, ja, hast du mein vollstes Mitgefühl. So, weil das ist nämlich ein Apfelbaum. Den will ich auf gar keinen Fall verlieren. Ich meine, das ist dann natürlich sehr nah an meinem Haus. Aber ich glaube, das macht so am meisten Sinn. Also theoretisch wird es halt hier auch gut Sinn machen, aber... Ja, weil ich halt einfach noch keine Ahnung habe, wo ich mit dieser Insel hin will, mache ich es, glaube ich, einfach so. Das scheint mir jetzt das Vernünftigste. Und... Ja. Deswegen kommt es jetzt erstmal... Moment, nee, hier. Brauchen wir zwei dazwischen Platz? Ja, ne? Ich glaube schon, dann kann man... hier noch was dazwischen stellen und vielleicht auch noch durchlaufen. Ich hoffe, dass, also für mich sieht das, kannte auf
Kante aus oder noch eins zurück? Ich bin unsicher. Ich gehe noch mal eins vor. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, hier waren wir schon gut. Also hier waren wir schon richtig. So. Okay. Hier richten. Hier ist gut. Und damit haben wir eine Schneiderei, meine Damen und Herren. Wie cool ist das bitte? Juhu! Und hier haben wir noch genug unten drunter Platz eigentlich. Ich meine, gut, mein Haus kommt dann halt einfach mal weg, aber erstmal haben wir alles da, wo es sein soll. Und hier pflanze ich jetzt den Apfelbaum wieder hin. So, hier. Und den da vorne nehmen wir auch noch weg. Aber ich wollte ja Rüben kaufen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Aber ja, wir haben eh noch Zeit. Hier das Apfelbäumchen. Kommt jetzt einfach hier dahinter. Ja. Gut. Dann ziehe ich erstmal hier meinen Tauchanzug aus. Dass wir hier mal normal rumlaufen können. So. Guckt mal, hier ist Olivia. Sie ist gestern eingezogen. Oh, sie vermisst ihre Mama. Scheint noch jung zu sein. Hier, guck mal. Hier ist das Rübenschwein. Hallo. Hallo, Joanna. Ich würde gerne ein Foto machen, Joanna. Meinst du, das geht? Schnell. Vielleicht dreht sie sich jetzt... Na gut, ich mache gleich ein Foto. Hallihallo, ich heiße Joanna. Kennst du Sigrid, meine Oma? Omi kennen fast alle, darum frage ich das auch jeden. Und sie meinte, ich bin ja jetzt schon ein großes Mädchen. Da könnte ich mit dem Familiengeschäft helfen. Achso, du weißt gar nicht, was das Familiengeschäft genau ist? Ich sag's dir. Rüben verkaufen. Sagt dir der Rübenmarkt was? Nein. Das ist kein Bauernmarkt oder so. Da werden Rüben gehandelt, und zwar aus der Ferne. Über so Leute wie mich und meine Oma. Genau, und ich bin jeden Sonntag hier und biete frische Rüben an, die hier zum Markt gehören. Ich soll doch nicht so direkt fragen, dann kauft doch keiner. Oma hat mir so oft erklärt, dass ich es nicht sagen soll. Also, wie war das denn noch? Ja, weißt du, wie der Rübenmarkt funktioniert? Ich weiß schon Bescheid. Dann bin ich aber froh. Mhm. 101 Sternis. Ja gut, ich möchte welche. Eine kostet... Ja genau, verkaufen sie im 10er-Pack. Also ich glaube, ich möchte... Wie viel kaufen wir denn? Ich habe 100.000 Sternis gemacht. Also ich kann... Halt, nein. Nein, nein. Also 4.000 Sternis. Das finde ich ein bisschen doof. Nee, 40.000 wollte ich haben, liebe Joanna. Ich habe mich da irgendwie verklickt. Ich kaufe welche. So wollte ich das haben. Ja. Okay, wir haben unser erstes Rüben-Geschäft gemacht. Ich hoffe, wir werden einen guten Preis haben. Ich meine, wenn die Rübe 101 kostet, dann verspricht es uns ja eigentlich, dass wir relativ einen relativ guten Preis haben sollten. Hoffe ich zumindest. Gut, wir legen die jetzt noch ein bisschen hier in die Sonne.
Übrigens kaufe ich immer Rüben auch, wenn ich ganz viele Bäume verschieben muss, weil du dann einfach 10 auf einmal essen kannst. Das finde ich immer super. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Dailies. Was gibt's hier? Also, verkaufe Unkraut. Okay, kriegen wir hin. Hacke Holz. Okay, lasse Fossilien bestimmen, ändere dann Aussehen und schieße Ballons ab. Machen wir. Muscheln sammeln wir auch gleich noch. Und ich muss unbedingt... Ich habe keine einzige Anleitung bekommen. Kirschblütenanleitung. Was richtig ätzend ist. In welche Richtung fliegt der? Ja. Okay. Ich habe alles Mögliche bekommen. Aber... Nee, keine Anleitung. Ich bin den ganzen Tag den Strand hoch und runter gelaufen. Beziehungsweise geschwommen. Und jede Anleitung habe ich mitgenommen. Aber... Jetzt können wir doch vielleicht ein Foto machen. Also Jorna, dass die aber auch nicht stehen bleiben kann, ne? Oh. Komm noch mal nach links. Komm, wir machen noch mal 2 Fotos. Naja, also gut. So, wir brauchen Fossilien. Brauchen wir denn irgendwas vom Service Center? Also ich meine, gut, Geld bekommen wir ja. Wir müssen einfach ein bisschen tauchen. Mein Ticket brauche ich nicht. Glaube ich, ich würde heute nochmal an den Automaten gehen und dann vielleicht noch ein paar Sachen bestellen. Ja, und ich glaube sonst... Brauchen wir gar nichts, oder? Es ist morgen, es ist eingetüdelt. Und übermorgen eröffnet es dann, oder wie war das? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Das hast du ja schon gesehen, ne? Dass ich hier ein bisschen was dekoriert habe und ich habe gestern auch das erste Mal geerntet und verkauft. Ich war ja auch fleißig mit dem Gießen. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass heute mal Gerd da ist. Aber nee, war nicht. Gerd hat keine Lust gehabt, zu mir zu kommen. Hier ist wohnt Julian. Sagen wir mal guten Morgen. Mal gucken, ob er schon wach ist. Ja, ich glaube schon. Sonst könnten wir nicht rein, ne? Hallo Julian. Sag mal, wie geht's dir? Immer Zeit für mein Tagebuch. Als würde man alles noch ein zweites Mal essen. Oh, wie süß er ist. Und es passt auch perfekt, dass die zwei jetzt genau nebeneinander wohnen. Mischka, da gehen wir nämlich jetzt auch noch vorbei und sagen Hallo. Hier. Die wohnen direkt nebeneinander. Das ist einfach perfekt. Als hätte ich es geplant. Hier, guck mal. Oh, wie süß sie ist. Hallo, Mischka. Lass uns später quatschen. Ja, machen wir. Ich freue mich. Ja. Da haben wir jetzt 2 Katzen auf der Insel. Finde ich gut. Finde ich gut, wobei ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin super zufrieden mit den Bewohnern. Ach, hier ist die Flaschpost. Was ich heute... Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Es tut mir leid. Was ich heute noch machen möchte, ist... Naja. Anleitungen farmen. Was soll ich sonst auch tun? Ich möchte gerne zumindest 2 von diesen besonderen Kirschblütenanleitungen noch haben.
Ja. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall noch versuchen zu bekommen. Ja, und sonst mache ich, glaube ich, nicht mehr viel. Also ja, gut, halt das, was man so macht. Guck vielleicht später nochmal auf die Insel der Mädels. Da hat sich auch mega viel getan. Muss ich sagen, sieht richtig cool aus. Ach übrigens, ich habe das Geschenk bekommen gestern. Und zwar habe ich so eine Aussichtsding bekommen von Thorsten. Und eine Sitzgelegenheit von Rebecca. Ach nee, Rebecca. Andrea. Ich glaube, das sind die Meilensachen, ne? Zum Dekorieren der Stadt, damit die schöner wird, habe ich die bekommen. Eigentlich auch krass, ne? Dass man einfach sowas geschenkt bekommt. So, weil ich glaube, gerade diese Ausrichtsfernrohr, das kann man nur mit Meilen kaufen, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch? Bei der Sitzgelegenheit bin ich mir nicht sicher, weil die gibt es, glaube ich, auch noch anders. Aber, ja. So, haben wir schon 20? Ja. Gut. Ja. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hier sind diese Sternschnuppis. Hier habe ich mein Lager aufgebaut, wobei jetzt ja auch wieder Platz im Lager wäre. Also jetzt, das räume ich da mal ein bisschen auf. Ein bisschen Krams habe ich überall hingestellt. Aber ja, das ist ja alles nichts für länger. Also. So. Den Sternibaum. Übrigens, ich kann es ja gar nicht leiden, ne? wenn du aus dem Haus kommst. Grüß. Und nach der Ansage von Tom Nook oder von Melinda, und dann wirst du erstmal angerufen. Das finde ich ja ganz schlimm. Deswegen verkaufe ich eigentlich nie über diese Verkaufskiste. Nur wenn ich wirklich nachts tauchen gehe. Das ist so der einzige Anlass, weil ich das nicht leiden kann. Schreib mir mal, ob du auch irgendwas nicht so leiden kannst. Das ist sowas in der Art. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht schlimm, ne? Wenn man sich da durchklicken muss. Aber ich finde es irgendwie nervig. Ich will gleich aus dem Haus kommen und ich will gleich loslegen. Und, oh mein Gott. Und ich will nicht erst noch da ewig lang belangt werden, ne? Hier, guck mal. Ja, ja, die Fensterblattpflanze, die will ich auf jeden Fall haben. Und das Fass will ich auch auf jeden Fall haben. Ja, nehme ich. Und hier möchte ich noch gucken. Also hier sollte sich nichts geändert haben. Morgen ändern sich vielleicht, wenn ich Glück habe, die Blumen. Nein. Auch hier ist nichts. Gut. Danke. Das war lustig bei euch. Gestern hatte ich übrigens 2 Panda-Bären auf dieser Auslage vorne. 2 Stück. Ist ja nicht so, ne, dass ich schon einen Teddy hätte, der hier sitzt. Aber 2 Panda-Bären ist schon hart. So, jetzt legen wir die Sachen hier ab. Wenn später jemand kommt, der es katalogisieren möchte. Ich habe nicht verkauft. Wem ist das auch schon passiert? Wir müssen nochmal zurück. Oh je. Oh je, oh je.
Hallo, ich bin wieder da. Ich habe vielleicht vergessen zu verkaufen. Keine Rüben einkaufen. Das ist in Ordnung. Ich habe keine zum Verkaufen. Die müssen noch reifen. So, so. Ja, das war's. Ja, da bekommt man ja nicht viel, aber ein bisschen was für die Mupfeln eigentlich. So. Okay. Dann haben wir Holz hacken und uns umziehen und Fossilien analysieren. Haben wir drei Fossilien? Ja, haben wir. Locker. Easy. Easy, easy. So, ich möchte jetzt als allererstes. Irgendwie kommt mir meine Insel, muss ich sagen, auch super klein vor. Dadurch, dass man sich halt oben und so gar nicht aufhält. Also, ja, komplett oben eigentlich. Ich zeig dir nochmal die Karte. Da halte ich mich halt gar nicht auf, weil ich halt nicht hochkomme, beziehungsweise weil ich die Leiter nutzen muss. Und ich bin halt faul, ich mache das nicht. Deswegen halte ich mich da nicht auf. Und deswegen kommt mir die Insel so klein vor. Ich weiß auch nicht. Naja. Ah ja, ich wollte den Baum einpflanzen. Müsste doch. Wir machen das eins hier vielleicht. So. Stell die Baum vergraben. Jetzt lassen wir noch Fossilien analysieren. Dann ziehen wir uns. Ach ne, Moment, falscher. Okay, dann gehen wir halt erst zum Shoppen. Ist auch okay. Es ist Sonntagmorgen. Was soll ich sagen? Oh ja. Da gibt es noch eins. Deine Umzugsgebühren. 200.000. Uiuiui. Kann ich mal kurz. Achso, das habe ich da ja abgelegt. Ich habe gerade überlegt, woher das Bett kommt. Da drin, aber ich habe es ja abgelegt, um die Schneiderei zu platzieren. Ja. Bonusmeilen. Gucken wir mal, welche Zäune es gibt. Ich würde den Seilzaun nehmen. Den kenne ich nämlich noch nicht. Also den habe ich noch nicht. Und den finde ich eigentlich ganz hübsch. Diese Japanmauer. Ist nicht so meins. Deswegen warte ich da erst nochmal ab. Kaufe mir die jetzt mal noch nicht, weil aktuell sind ja noch Meilen rar. Na klar, wir haben hier 14.000, ne? Aber Zäune verzaubern, das möchte ich auch haben. Guck mal, und schon sind wieder 3.500 Meilen weg. Gut, ich kann jetzt Zäune umgestalten, das finde ich gut. Frisuren möchte ich eigentlich auch bald. Designs möchte ich eigentlich auch. Ja, naja, gut. Wir gucken erstmal, was es zum Shoppen gibt. Das ist erstmal wichtiger. Die Sachen werde ich ja so nach und nach besorgen. Das ist ja gar kein Problem. Aber. Ja. Was kann man denn noch gut gebrauchen? Schon eigentlich ganz schön viel, muss ich sagen. Bin schon sehr zufrieden. Oh, Moment. Der Gartenwasserhahn.
passt eigentlich noch sehr gut zu meinen das Kissen besteche ich auch zu meinen Blumen da unten. Eine Gartenlaterne habe ich leider noch nicht. Mrs. Flamingo, das habe ich gestern katalogisiert bei der lieben Marie. Finde ich auch super. Aber in einer anderen Farbe. Von dem her muss man immer mal gucken, was man noch so hat. Und was man, bestellen kann. Ich versuche ja immer so ein bisschen was zu bestellen, damit wir die App bekommen. Aber ich will jetzt auch nicht extrem viel Quatsch bestellen, weil wir haben keinen Platz dafür. Oh. Ja, bitte. Olivia. Ich habe jetzt alles zu Hause verstaut, also kann ich jetzt endlich meinen Nachbarn Hallo sagen. No. Es gibt einen Grund, warum ich dich angesprochen habe. Ich wollte dir ein Geschenk geben, weil wir so gute Nachbarn sind. Oh, wie süß sie ist. Danke, aber das ist nicht nötig. Ein echtes Schnurlostelefon. Bei uns gibt's keine Schnurlostelefone, Olivia. Bei uns gibt's noch Holzleitungen. Das Internet ist abgeschaltet worden. Natürlich nicht. Cool. Schnurlostelefon packen wir hier hin. Zeltzaune lernen wir und dann geht's jetzt ab zu den Fossilien. Hatschi, Gesundheit. Ich glaube, ich muss auch gleich niesen. Hörst du das irgendwie, wie meine Stimme belegt ist, oder höre nur ich das? Das ist irgendwie merkwürdig. Hallo, Eugen. Guten Morgen. Ja, ich weiß, es ist Sonntag früh. Es tut mir leid, aber die Aufgabe sagt, ich muss Fossilien analysieren lassen. Und ich habe gehört, du bist der Fachmann dafür. Also sag mal. Verbirgt sich da etwas Gutes? Okay, das ist gut. Das ist gut. Ich öffne schon mal meine App. Zumindest haben wir dann vielleicht eins. Okay. Hä? Achso. Ich will etwas stiften. Ja, natürlich. Ein Obthalamus. Torso. Okay. Und dann ein Archaeopteryx. Und ein Trilobit. So, fertig. Gerne. So, da haben wir unsere nächste Aufgabe. Dann gucken wir jetzt mal, was wir noch so für Aufgaben haben. Guck mal, hier muss ich jetzt aber erst die Haken wieder rausnehmen. Also Kaffee trinken können wir ja nicht, ne? Wir haben die Flaschenpost gefunden. Die Nuckmeln Plus sind fast fertig. Wie Gemüse gegossen haben wir. Wir waren einkaufen. Wir haben die Schnellerei platziert. Also bis auf die Nuckmeln haben wir alles erledigt. Können wir wieder zurück. Cool. Freut mich. Freut mich. Das heißt, einmal noch Holz hacken und einmal noch umziehen. Und dann haben wir alles erledigt. Oh, ich habe so einen Rahmen hier rum. Okay, Holzacken bedeutet erstmal Bäume schütteln. Ich brauche nicht so viel. Ich habe auch ehrlich gesagt noch genug Holz.
Ich müsste mal dazu basteln, aber ich habe nicht die passenden Anleitungen gefühlt. Sonst würde ich wahrscheinlich auch öfter mal Holz hacken. Aber ehrlicherweise, da hat sich jetzt... Tauchen mit Meer angeboten, weil mir noch ein Meerestier fehlt, was im April auch verschwindet und was aber erst sich zeigt nach 80 Mal. Also nach 80 Mal Tauchen, nach 80 Tieren, die du gefangen hast. Ich habe es nicht gefangen, aber egal. Und die Vogelspinne fehlt mir noch. Und natürlich mit den Geschenken war das halt einfach. Ich bin halt immer 5 Minuten tauchen gegangen und dann, wenn es Zeit war für den Ballon, bin ich rausgegangen und bin am Strand hoch und runter gelaufen. Manchmal gut geklappt, manchmal habe ich ihn noch nicht erwischt. Aber so ist es. Also ich habe gestern echt viele Ballons abgeschossen. Ich hatte so viel Pech. Den Gotik-Spiegel habe ich 2-mal schon bekommen. Und noch irgendwas habe ich auch schon 2-mal bekommen, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich mir auch gedacht, oh Mann. Gerade so, weißt du, wenn du so eine Pflanze bekommen würdest, 2-mal. Okay, aber nee. Sollen wir das mal anziehen? Das ist ja warm, ne? Mal können wir uns hier im Fußballdress. Nee, das machen wir nicht. Das finde ich auch nicht so schön. Warte mal. Wir haben hier doch ein paar Sachen an der Wand hängen. Die können wir doch jetzt eigentlich mal ins Lager packen. Die habe ich doch extra deswegen gekauft. Hier, da ist so ein Regenmantel, aber es regnet ja nicht. Gut, aber wir ziehen uns trotzdem an einem Schrank um. Es geht ja auch aus dem Inventar raus. So ein Trenchcoat anziehen, aber es ist schon warm. Aber ich habe halt auch noch keine perfekten Schuhe dazu. Könnte halt höchstens barfuß laufen. Nee, das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, dann würde ich sowas anziehen. Oder wir ziehen nochmal die Trainingsjacke an. Die finde ich auch hübsch. Ja, ich glaube, so finde ich es gut. So. Und damit hätten wir auch das erledigt. Das heißt, leider sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Das ist so krass, wie schnell die Zeit rennt. Ich hätte gedacht, wir haben vor 5 Minuten erst angefangen. Aber nun ja, haben wir nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall hier vor dem Lagerfeuer einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Für dich ist ja wahrscheinlich nicht Sonntag, wenn du dieses Video guckst. Ich habe da leider keinen Überblick aktuell, aber irgendwann. Und irgendwann kommt für dich auch wieder ein Sonntag. Und jedenfalls wünsche ich dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.